In der letzten Folge haben wir ja schon den Ermessensspielraum der Verwaltung besprochen, der eben auf Rechtsfolgenseite einer Norm stattfindet. Heute machen wir weiter mit dem unbestimmten Rechtsbegriff, der auf Tatbestandsseite relevant wird. Was ist der unbestimmte Rechtsbegriff? Der unbestimmte Rechtsbegriff stellt, genauso wie der Ermessensspielraum, grundsätzlich einen Beurteilungsspielraum dar. Also einen Beurteilungsspielraum der Verwaltungsgerichte bzw. der Verwaltung. Auf Tatbestandsebene natürlich, nicht auf Rechtsfolgenebene, das haben wir schon besprochen. Und wie kann man jetzt einen solchen unbestimmten Rechtsbegriff zunächst einmal erkennen? Den kann man erkennen an den Worten beispielsweise öffentliches Interesse, angemessen Gemeinwohl oder auch wichtiger Grund und zuverlässig, unzuverlässig. Beispielsweise, hier gibt es zum Beispiel die Norm Paragraph 4 Absatz 1 Nummer 1 Gaststättengesetz. Da taucht das Wort zuverlässig auch auf. Oder auch in Paragraph 33 C Absatz 2 Nummer 1 Gewerbeordnung. Da taucht auch das Wort Zuverlässigkeit auf. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Da gibt es dann noch ganz, ganz viele andere Beispiele, die man hier bringen könnte. Das nur mal ganz kurz zur Einordnung. Die wichtigste Frage, die wir uns jetzt in dieser Folge stellen, ist: Wann darf die Verwaltung konkret tätig werden bei einem unbestimmten Rechtsbegriff? Denn sie darf natürlich nicht immer tätig werden. Denn grundsätzlich ist es so, dass den Verwaltungsgerichten, dass diese über den unbestimmten Rechtsbegriff entscheiden dürfen. Denn der Gesetzgeber, der die Gesetze natürlich gemacht hat, der wollte der Verwaltung natürlich nicht in allen erdenklichen Fällen einen solchen Beurteilungsspielraum zukommen lassen. Die Frage, die sich uns jetzt stellt, ist: In welchen Fällen darf die Behörde, also die Verwaltung, tätig werden? In welchen Fällen darf die Verwaltung, die Behörde, tätig werden bei einem unbestimmten Rechtsbegriff? Und wann darf die Verwaltung dies eben auslegen, diesen unbestimmten Rechtsbegriff? Es gibt einige Fälle, die im Laufe der Zeit anerkannt wurden, bei welchen die Verwaltung eben einen solchen Beurteilungsspielraum, der gesetzt wird, von Gesetzgeber, wann die Verwaltung diesen auslegen darf. Und da gibt es vier verschiedene Fallgruppen. Die erste Fallgruppe ist bei prüfungs- und prüfungsähnlichen Entscheidungen, zum Beispiel bei der Versetzung in die nächste Klasse oder beim Staatsexamen, ja, beim ersten oder zweiten Staatsexamen. Zweitens bei beamtenrechtlichen Beurteilungen, zum Beispiel bei der Wehrdienstfähigkeit einer Person. Drittens oder Einberufung in den Beamtenstatus beispielsweise auch. Drittens, Prognoseentscheidung und Risikobeurteilung, insbesondere im Umweltrecht. Ihr seht, hier kommen dann schon sehr, sehr spezielle Normen auf uns zu. Das sind beispielsweise Abschussentscheidungen, zum Beispiel, wenn die Beeren, die Braunbären sich in Deutschland vermehren würden, dann könnte man hier eine Abschussliste sozusagen nach dem Jagdgesetz verabschieden, und hier könnte eben auch die Verwaltung, die Behörde eingreifen mit einem unbestimmten Rechtsbegriff, welchen sie auslegen dürfte, falls einer solcher vorliegt. Ist natürlich jetzt alles ja relativ unwahrscheinlich, aber sollte man wissen. Und viertens, bei Wertungsentscheidungen, welche weisungsfrei sind mit Interessenvertretern oder Sachverständigen besetzter Ausschüsse und Gremien. Hört sich jetzt extrem kompliziert an. Ein ziemlich relevanter Fall ist zum Beispiel bei Entscheidungen der Bundesprüfstelle der Jugend für jugendgefährdende Medien in Bonn, wenn diese zum Beispiel erklären möchte, dass ein Computerspiel ab 18 freigegeben wird, dann kann unter Umständen eben die Verwaltung, die Behörde, mit, falls ein unbestimmter Rechtsbegriff besteht, eben eingreifen und diesen dann auslegen. Das sind die vier Gruppen, bei welchen die Verwaltung grundsätzlich tätig werden darf. Ansonsten, wenn andere Gruppen folgen, dann ist natürlich das Verwaltungsgericht dafür zuständig, den unbestimmten Rechtsbegriff auszulegen. Das war es an sich schon zum unbestimmten Rechtsbegriff. Ihr seht also, dass der unbestimmte Rechtsbegriff, naja, ich will jetzt nicht sagen unrelevant ist, aber dass die Anwendungsfälle des unbestimmten Rechtsbegriffs ja relativ beschränkt sind im Vergleich zum Ermessen. Und das soll auch ganz gut so sein, denn der Gesetzgeber wollte natürlich, wie gesagt, nicht, dass die Verwaltung in allen erdenklichen Fällen einen solchen Auslegungs, ja, einer solchen Auslegungs, Regelung, dass sie eine solche Auslegungsregelung überhaupt bekommt. Das ist natürlich nicht vom Gesetzgeber so gewollt.
Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. In den nächsten Folgen, wo machen wir denn damit weiter? Ich schau mal gerade. Weiß ich jetzt gerade noch gar nicht, wo wir weitermachen. Ich schau mal nach, was wir jetzt schon alles haben. Und in der nächsten Folge machen wir dann weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Paragraph 31.